mit diesem 10-Punkte-Plan wollen wir dann an Regierungen herantreten, an die wichtigsten Regierungen als allererstes, also der großen Länder, die viel zum Klimawandel beitragen und darum werben, dass sie diesen 10-Punkte-Plan ernst nehmen und die Implementierung anstreben. Wir wissen natürlich, dass das nicht, das leicht gesagt ist, aber nicht so leicht zu machen ist. Sicherlich spielt da die politische Konjunktur eine Rolle und sicherlich auch, ob es uns gelingt, mit diesem Prozess eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen einzubinden und auch von Wissenschaftlern und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen, damit das sozusagen auch ernst genommen wird und auch wirklich auf die politische Agenda es schafft.